Die Elchenjungen Karl Philipp und Madeleine sind die neuen Stars im Wiesentgehege bei Springer. Parkleiter Thomas Hennig freut sich über jeden neuen Bewohner, aber besonders liegen ihm die 3 Wochen alten Kälber am Herzen. Die Mutter Silvia hat er als Jungtier mit der Flasche aufgezogen. Nur deswegen kann er sich den Kleinen überhaupt so gefahrlos nähern. Mit dem Titel Elchenoper tut er sich allerdings schwer. Ja, ja, also Opa ist gefährlich, Oma ist mir lieber, weil ich ja für Silvia die Mutterrolle übernommen habe. Ja, das ist schon toll. Also automatisch kriegt man natürlich eine andere Beziehung. Ich mag alle unsere Tiere, das ist ja klar, aber man kriegt schon eine andere Beziehung durch diese intensive Betreuung während der Aufzucht. Und insofern lösen auch diese Kälber natürlich noch ein bisschen andere Gefühle aus. Auch im Vogelgehege gab es Nachwuchs. Der kleine Falke Penny hatte aber nicht so viel Glück mit seinen Eltern. Der unerfahrene Vogelvater hat bei dem Versuch, das Küken aus dem Ei zu befreien, das Ungeborene aus dem Nest geworfen. Seitdem kümmert sich Tierpfleger Frederik Gut rund um die Uhr um den kleinen Vielfraß, der bereits 5 Küken am Tag verspeist. Nur einem Zufall hat es Penny zu verdanken, heute so unbeschwert im Gras liegen zu können. Einem Zufall, dem er auch seinen Namen verdankt. Wir haben den ganzen Mal unsere Schicht hier durchgeführt im Falkenhof, haben unsere Vögel versorgt. Wir waren schon kurz vorm Feierabend und dann musste eine unserer Kollegen, die Vanessa, noch einkaufen fahren zum Discounter Penny. Und somit hat sich der Feierabend für uns alle so ein wenig verschoben von wenigen Minuten. Aber genau diese wenigen Minuten, denen haben wir es jetzt zu verdanken, dass wir unsere Putzrunde, unsere Kontrollrunde, unsere tägliche Abendrunde nochmal machen mussten und dann durch einen glücklichen Zufall gesehen haben, dass das dritte Ei, was wenige Minuten zuvor noch im Haus gelegen hatte, jetzt auf dem Boden lag. Und so wurde Gut über Nacht zum Vogelpapa. An die Geburt erinnert sich der frisch gebackene Vater noch ganz genau. Auf einmal geht diese Eierschale auf und man sieht da, ich hatte das kurz nach seinem Schlupf in der Hand liegen, war so groß wie meine Handfläche, habe ihm Wärme gegeben. Wir mussten ganz schnell handeln und dieses Gefühl von frischem Leben jetzt in der Hand zu führen, also ich weiß es, wie jede Mutter sich bei ihrer Geburt fühlt. Ich bin stolz auf meine Mutter. Um einiges aktiver als der kleine Falke sind die 3 quirligen Marderhunde Pippi, Annika und Tommy. Sie dürfen bereits auf eigene Faust das große Gehege erkunden. Die ersten Wochen waren sie aber noch zu Gast bei Hennigs Familie. Dabei wurde er tatkräftig von seiner Tochter unterstützt. Mit der Flasche hat sie die Marderhunde großgezogen. Viele werden angesichts dieser niedlichen Wollknäule neidisch sein. Aber Welpen bedeuten auch jede Menge Verantwortung. Also im Schwimmbad war die dieses Jahr noch nicht. Oder im Kino in dieser Zeit oder so. Oder was Jugendliche eben normalerweise gerne machen, wenn sie dann nicht mehr für die Schule arbeiten müssen. Das hat sie alles dieser Aufzucht der Welpen unterworfen. Alle 3 Stunden ist Flasche angesagt in der ersten Zeit. Bei alle 3 Stunden sind natürlich auch die Nachtzeiten dabei. Also da ist man eben für eine gewisse Zeit ist man Mutterersatz. Und das wird dann auf die Dauer auch durchaus anstrengend. Aber der Aufwand hat sich gelohnt. Die 3 sind bester Gesundheit, dürfen schon mit den erwachsenen Tieren zusammen ins Gehege. Und die Besucher können sich an den Knopfaugen der neuen Tierbabys gar nicht satt sehen.